Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Kraft Heinz. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, Kraft Heinz zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Das Unternehmen produziert zahlreiche Lebensmittel. Neben dem populären Heinz Ketchup stellt der Lebensmittelkonzern unter anderem auch Soßen, Milch bzw. Käseprodukte, Fertiggerichte und Tiefkühlprodukte her. Zu den bekanntesten Marken gehören Kraft Heinz, Oskar Mayer und Capri Sonne. Der Konzern entstand im Jahr 2015 und zwar durch eine Fusion. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie hat aktuell einen Börsenwert von ca. 44 Milliarden Euro und kommt aus den USA. Und hier gebe ich insgesamt einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also die Aktie gibt es in der heutigen Form noch keine 10 Jahre, aber seit der Fusion hat die Aktie eine Dividende ausgeschüttet, die allerdings gefallen ist unterm Strich und zwar von 2,35 Dollar auf 1,60 Dollar je Aktie und damit gebe ich ja insgesamt 0 Punkte. Dann zum dritten Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also die Aktie gab es, wie gesagt, in der heutigen Form noch nicht während der Finanzkrise. Allerdings hat die Aktie den größten Kurseinbruch seit eben der Fusion erlitten. Zwischen Februar 2017 und März 2020, da hat die Aktie ca. 76% im Wert verloren. Und hier gebe ich insgesamt einen Minuspunkt. Dann zum vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier die Aktie nach aktuellem Stand. Seit der Fusion Mitte 2015 ca. 48% im Wert verloren und hier vergebe ich insgesamt 0 Punkte, also keinen Minuspunkt, da die Aktie noch keine 10 Jahre an der Börse ist, also in der aktuellen Form zumindest. So, dann kommen wir zum fünften Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bei 47%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 53% und das ist im Vergleich zu anderen Aktien doch ein sehr guter Wert. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen vollen Punkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2020 gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 0,29 US-Dollar. Der ist dann im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 0,82 US-Dollar. Und auch für die Zukunft schaut sich momentan ganz gut aus, zumindest für das aktuell laufende Geschäftsjahr 2022, denn da erwarten die Analysten momentan einen Anstieg beim Gewinn je Aktie auf 2,60 Dollar. Also hier schaut es momentan ganz gut aus, wie gesagt, damit vergebe ich hier insgesamt einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Jahr 2022, also das ist falsch, hier müsste eigentlich 2022 stehen, liegt bei 15 und damit recht deutlich unter der 30er Marke und damit vergebe ich hier insgesamt einen vollen Punkt. So, dann kommen wir jetzt zum Gesamtergebnis und hier holt Kraft Heinz momentan bei meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 3 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der dritten Stufe, hat allerdings die zweitbeste Stufe nur knapp verfehlt. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Sicherheitscheck und hier landet Kraft Heinz momentan mit den 3 erreichten Punkten hier auf dem 9. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und hier können wir auch sehen, dass hier die Aktie Kraft Heinz beim letzten Check vor circa einem Jahr ebenfalls 3 Punkte erreicht hat. Denn hier ist noch aktuell noch das Aldi-Video verlinkt. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie denn aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier sieht man zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2015, also seit der Fusion, bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist Anfang März 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass hier aktuell der Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also schon die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt.
So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch ein Abschluss der Hinweis. Mein Check, der gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.